So, schönen Montagmittag euch. Hallo. Heute Morgen haben wir eigentlich nur so ein bisschen organisatorische Sachen gemacht. Ich war zur Vorstellung bei einer Firma. Ob die Lust haben, was ist Lust haben oder ob die Bedarf hätten, mit mir zusammenzuarbeiten. Firma Stauchwerdes in Kupferzell. Für die quasi Wartung und Service solche Sachen zu machen. Bei deiner Maschine. Und jetzt geht's zum Axel Schmidt, Schmidt Baudienst. Dem muss ich helfen, um ein bisschen größere Kaschanium zu machen. Der hat da gerade einen Bagger da zum Probieren. Da kann ich mir natürlich auch mal gerne angucken. Bin immer interessiert, was die Neuheiten sind, was sie getan hat. Wie sich andere Hersteller Sachen überlegen oder Lösungen finden. Genau. Ihr seht ja mehr, wenn wir dann den Baum rummachen. Bis ich das System erstmal von dem Bis Check jetzt. Hab, war ich die Probierhebel noch am Arsch. Aha. Also heute am Baggern in Alster. Fast ist echt das Asphalt weg. Ich lade noch mal Betonboller raus, hoffen wir, dass Deponie halt noch ein bisschen was annimmt. Ja. Nehmen wir immer mit.
beim Ringmägerle, Mägerle Holzbau und Bedachungen. Haben wir jetzt gerade Feinplanung raus. Was Feinplanung? Guckt da nicht so genau nach. Ich habe jetzt Planung von rausgemacht, wird eingeschottert, hinter der Ecke noch rausputzen. Da müssen wir nicht so weit ab, das muss man dann später noch richten. Ja, da labern wir dann den Scheiß voll raus, dass wir da eine Ommelstraße raussauen. War jetzt kurz dazwischen und Axel sein Bagger wegfahren, weil der hat zum Händler müssen. Genau. Mal gucken, wie es dann noch weitergeht mit dem Wetter. Morgen haben wir Geschäft auf jeden Fall in der Werkstatt, dass wir da her werden. Ja. Gucken wir mal, wie es weitergeht heute. Falls. Beim Verladen von den Löffel. Axel schnappt sich geschwind. Schmeißt was in den Tisch rein. Und dann labert der Bagger auf und dann ist hoffentlich alles gut. Wegen Nassdahn ist immer blöd auf den Skifahrer, wenn es nass ist zu laden, weil es immer so schwierig ist und relativ steile Rampe hat. Aber am Radwagen müssen wir ganz gut aufkommen. Was sage ich, Holzroll Tieflader. Gucken, dass er Volllast ist. Vier Ketten sind rum. Bagger unter 4 Meter. Abfahrt. Auf der Achsel schon warten, dann geht's los. Schön, hä? Top. Schon verladen und wir fahren los. So, Baugrube nach Hause. Ja, wenn die Bauer Englisch wird. Sind wir soweit fertig? Wir müssen fast schon durch das Bild laufen, ich glaube, wir müssen gleich mal unterschucken. holen wir mal einen Bagger und no. Gucken wir, wenn es weitergeht. Absolute Lieblingsbeschäftigung. Danke. Du merkst selber, gell? Mahlzeit. Guten Tag. Wir sind heute ein Kurzzeitpraktikant. Ja. Macht gleich mal das allerwichtigste Geschäft. Das schönste Geschäft, was es gibt. Da noch mal Etikette ausdrucken, dass wir da noch alles haben sortiert hin. Eiche. Dass wir wissen, was wir da haben. Eiche. Nachher noch mehr. Tschüss. So, hier kurz aus der Werkstatt. Haben hier eine Stopperfelge vom THW. Haben wir am Dienstag beim Umzug weitergemacht. Hatte ich Blattfuß. Ich habe schon gewundert, warum. War schon ein bisschen schwerer geladen, aber sie hat der Übeltäter gefunden. Ist der Flicker einfach aufgegangen oder ja, nicht wirklich gut geflickt worden an so einer Nahtstelle. Ist immer schwierig zu flicken. Und natürlich dann gleich eine Umdrehung weiter und das Ventilblatt. Gut ist an der Springfelge, die kann man sehr schön auseinander machen. Wenn das viel Rosten so dran ist, beim Sommer ist es immer ein bisschen gefährlich. Da zeige ich dann noch ein Video dazu. Genau. Basti ist auch noch am Werkeln. Der war heute Kundenitsch machen. Bei der Firma Hammel an zwei Minibagger. Genau, jetzt macht er noch an seinem Privatschlepperkundendienst. Jo. Passen wir noch über. So, jetzt haben wir einen Radlader. Müssen wir noch. Kühlersystem prüfen. Hier mit der Pumpe. Da kann man dann quasi Druck drauf geben. Hier ein Bar circa. Gucken, was das hier war. Oho, gefährliche Mäusefalle. Was hier vom Deckel ist. Na. Der große mit Ballettverschluss. Müsste dann der hier sein. Könnte hinkommen. Ja, passt. So. Kommen wir das hoffentlich noch so oben drauf. Bin hier gerade drauf gekommen. Scheiße. Oder noch ein Winkelstück dazu. Sieht aus, sieht nicht. So ein Schrott.
Aber wir müssen noch kurz den Schutz demontieren. Bis gleich. Es ist auch wieder so ein Teil, wo ich auf das Sound auskennt, die Sache vom Wirt. Ich muss ihn echt nicht schlecht, keine Frage, aber der Mechanismus da dazu. Ah. So, jetzt haben wir Druck drauf gegeben, nicht ganz so bar. Haben wir ja schon gesehen, dass es hier, kann man es auch hören, sehr leicht undicht ist. Wir machen den Schlauch mal runter, putze das ein bisschen, setze die Schlauchstelle nochmal und mache gleich eine neue Schlauchstelle drauf. Und dann werden wir schon wieder dicht bringen. Herzlich willkommen bei YouTube mit Michel Süß. Guten Tag. Haben wir hier einen Koffer für Stickstoffplatten zum Füller, haben wir jetzt die Woche bekommen. Ja, was? da können wir quasi Stickstoffplatten mit füllen und kontrollieren. Ja, das haben wir uns jetzt mitgebracht an den Bagger. Ist auch wieder so ein Werkzeug, kauft man einmal. Und dann hat man es hier für Niederdruck, hier für ein bisschen höhere Drücke. Das ist das Ventil zum Einstellen, Stickstoff haben wir auch da. Und dann hier die unterschiedlichen Adapter, wo man dann aufschrauben kann. Jo, schauen wir mal. Das ist was bringt in Zukunft. So, jetzt Servus vom Freitag. Ich will nicht viel dazu kommen zu filmen. Ich fahre jetzt noch zum Holzhacker nach Neufeld, das ist so ein kleiner mobiler Holzhacker an der Dinge genau, an der PKW. Da geht nämlich auch. Mal noch gucken, was da ist. Ich denke mal irgendwie ein Absteller oder sowas. Sehen wir dann. Ich bin jetzt halt gerade wieder am Handy, Kamera liegen lassen. Morgen vielleicht ein bisschen mehr. Da geht es zum bekannten Landschaftsgärtner, zum Ehemann, zum Jens. Da am Bagger ein Zylinder oder ein Verriegelungszylinder da ist im Schnellwechsel drin. Genau. Mahlzeit zusammen. Fing das Video an, weiß ich was sagen soll. Super. Heute Morgen war ich in der Scheune im Stroh, da muss man noch ein paar kleinere Arbeiten machen mit dem Bagger. Und vielleicht auch ein Abriss, das sieht man dann, aber das dauert alles noch ein bisschen. Ja, jetzt fahre ich noch kurz zum Kumpel, Stefan Bauer, Autoglasbauer. Bei dem noch kurz vorbeigucken, der baut gerade auch seine Werkstatt um. Gucke ich mir das mal kurz an, wie das wird. Und fahre dann danach zum Jens Ehmann nach Esslingen, Richtung Esslingen da. Da muss man an seinem Schnellwechsler. Schnellwechselzylinder tauschen. Genau. Seht ihr dann später. Sind wir hier beim Steff. Schauen wir mal, was die da hinten machen. Ob ich noch was schaffe oder nicht.
jetzt hier Sonntag von der Werkstatt. Wollte noch kurz was vorstellen. Habe eine neue Schlagschraube bekommen letzte Woche. Ulf ist auch mit dabei. Ein Zoll. Sieht man es hier. Ein Zoll mit langer Verlängerung. Ich fühle es euch nachher gleich nochmal richtig. 12 Amperestunde Akku und 2800 oder 900 Newtonmeter Lösemoment. Jetzt schauen wir mal, was da so geht. Das ist ein gutes Stück dran. Ja, kostet um die 1000 Euro, wenn da jemand Interesse dran hat, 1000 Euro netto. Ich würde erstmal noch einen Nutzsatz bestellen müssen und dann gucken wir mal die nächste Zeit, ob wir dann Verwendung haben, ob der von der Kraft erreicht. Ich habe auch schon überlegt, ob ich einen mit Luft nehme, aber für mobile Sache ist der halt dann schon schöner, weil mobil hat man eigentlich nie so einen riesen Kompressor, um dann auch die volle Luftleistung oder die volle 300 Leistung aus dem Schlagschrauber zu holen. Nehmen wir geschwind Handluft, dass man so ein Verhältnis sieht. Genau, also so von der Größe her. Jetzt drücken wir ab. Genau, das ist jetzt höchste Drehzahl. Oben drauf haben wir einen Umsteller, vorwärts, rückwärts, kommt man gut hin. Genau, One Key zur Einstellung von der Drehzahl und Drehmomente. Wenn man es noch anlegen will, dann der Rest mit dem Drehmomentschlüssel nachzieht. Genau. Das war also die Woche. V-Lux aus der Werkstatt hier von uns. Stimme ein wenig mit Leidenschaft gezogen, so wie fast jedes Wochenende. Und tut mir eigentlich echt leid, aber so ist halt gerade. Ja, hoffe, hat euch gefallen. Lasst Like da, lasst da Abonnement da oder was auch immer. Guckt euch einfach nur an, mir egal. Schönes Sonntag euch noch.